Schau dir diese Häuser an. Große Gärten, schicke, teure Zäune. Der amerikanische Traum, was, Tommy? Mag sein. Für dich nicht? Nein, Sir. Bin gern näher am Geschehen. Lass dich von den hübschen Blumen nicht täuschen. Hier draußen gibt's mehr Kriminelle als im Rest der Stadt zusammen. Sind wir deshalb in dieser Gegend? So in etwa. Morello hat einen korrupten Staatsanwalt auf der Gehaltsliste. Watkins, ein alter Freund von Gilotti. Der Stadtrat? Genau. Morello hat ihm gesagt, wir stecken hinter dem Tod des Gilotti-Jungen. Watkins ist voll drauf angesprungen und will seinem Kumpel helfen. Angeblich hat er sogar ein paar Zeugen. Haben Sie Namen? Ja, aber Pauli und Sam kümmern sich schon drum. Ich brauche dich für was anderes. Wir brauchen alles, was Watkins über uns hat. Wo hat er das? In seinem Safe. Ich bin kein Safe-Knacker. Mach dir keine Sorgen. Wir geben dir Salvatore mit. Ist mit dem Boot angekommen, aber der kriegt alles auf. Bring ihn in die Villa, finde den Safe, den Rest macht er. Was wird mich da erwarten? Das kriegst du hin. Watkins geht ins Theater, das Haus ist also leer, bis auf ein paar Wachen. Das Büro ist im Erdgeschoss und unser Maulwurf sagt, der Safe ist in der Wand. Wenn Salvatore ihn geknackt hat, nimm die Beweise und verschwinde. Ist er das Boss? Das ist unser Mann. Salvatore, tutto bene? Sì, grazie. Don Salieri. Schön, dich zu sehen. Du weißt Bescheid. Enttäusch mich nicht. Sì, ho capito, sì. Tommy, wenn du Watkins siehst, tu ihm nichts. Das bringt nur mehr Ärger. Geht klar, Boss. Buona fortuna, ragazzi. Tommy. Tommy Angelo. Piacere di... di conoscerti. Meraviglioso. Per favore. Chiare siciliano? Oh capo, durissimo piano. Ich kann kein Italienisch. Perfetto. A posto. Hai capito? Oh piano. Ja, ich bin eingeweiht. Ok, per favore capisci. Trasemi un tuo giardino intorcioniato senza varici sentire né vedere. A casciaforti sta a rere un guaccio, un primo piano. Tu rammi un'antecchia di tempo e lascia fare tutto a mia. Chi da casciaforte ci avrà sicuramente un'allarme. Ja. Das wird wohl für uns beide eine lange Nacht. Minchia. Gut, jetzt ich. Tu, was ich tu. Sei vorsichtig. Sei. Vorsicht mit dem Safe. Forte. Sì, faccio io. Riaprire cassaforte. Aprire cassaforte. Himmel. Okay. Funk. Hören wir den Funk ab. Perfetto. Tolle Aussicht hier oben. A volte sto paese è meraviglioso. Siamo gioco. Passato o muro, o giardino. Was? Te faccio vedere. Oh, un labirinto. Sì, un giardino intorcioniato. Bleib hier. Ich schalte die Wachen aus. Non lo sapia. In America c'hanno i giardini.
Ich hätte gern mal eine Nacht frei. Ich hätte gern mal eine Nacht frei. Ich glaube, das waren alle. Salvatore! Wo bist du? Alles sauber. Domi! Io qui! Wo zum Teufel ist er hin? Der Typ nervt. Wie?
Vieni con me. Tommy, io qui. Me. Si c'è sacco. Was bist du denn für ein Einbrecher? Wonach? Hey, non guaccio. Da Vinci, Caravaggio. O capisci? Gemälde? Hinter einem Gemälde, meinst du das? Sì, sì. Okay, ich verstehe. Geht du noch? Wir müssen im nächsten Zimmer nachsehen. Hier ist noch ein Salvatore. Hier ist nur Wand dahinter. Bravo. Oh, oh. Ist groß, eh? Klar. Dann zeig mal, was du drauf hast. Scheiße. Beeil dich, Salvatore. Pazienza, pazienza. Detto l'allarme! Was? Minchia, guarda, siamo fottuti! Scheißegal, komm jetzt, wir müssen hier raus! Vai, dietro, dietro! Sie sind bestimmt oben! Der Safe ist in seinem Büro! Ich
bleiben! Salvatore, bleib zurück! Ich kümmere mich um Sie! Was nicht! Den Wagen nehmen? Endlich verstehe ich dich mal. Ich weiß. Du hast recht. Es stimmt. Polizei. Alle Wagen, Verfolgung ist beendet. Grazie, signoru. Grazie, signor Uzzo. Salvatore, wohin soll ich dich bringen? A casa. Gut, wo ist das? Sesta e Mabul. Okay, dann mal los. Scheduled music programs and regular news bulletins. Brought to you by Lost Heaven Radio. Thank you.
kiss in the night. Arm and soul, I beg to be a dog, lost control, and stumbled overboard madly. Stop, dagli a dire una cosa. O nostro prossimo travaglio ci penso io a casciafotti, capisti? Capi picca un simuri in Tagiavilla. E ci colpi solo tu. E impara un'antichia di siciliano. Per rispetto alla nostra terra. È come parlare un meccanico. Usaccio. Ma minchia, te la vi a dire. Un affare mai più, eh? Mai più. Ok, ok. Sean Good. Filled all my heart and soul. Let's see. Salvatore, wohin soll ich dich bringen? Gas. Gut, wo ist das? Sesta e... e Mabul. Okay, dann mal los. Bentamage! Prossimo travaglio, ci penso io. Bentamage! No, dagli a dire una cosa. O nostro prossimo travaglio, ci penso io a casciafotti, capisti? Capi picca un cimurì in Tagiavilla. E ci colpi solo tu. E impara un'antichia di siciliano. Per rispetto alla nostra terra. È come parlare un meccanico. Usaccio, ma minchia, te la vi a dire. Un affare mai più, eh? Mai più! Ok, ok. Sean Good.
Das ist unser letztes gutes Zeug. Ich weiß. Ein paar der Flaschen habe ich schon 10 Jahre. Aber wir brauchen das Geld. Raus damit. Na los doch. Aufladen. Schön, euch zu sehen. Boss, gibt's Neues von der Sache mit Salvatore? Das war gut, Tom. Gilotti hat nichts mehr in der Hand. Das gibt uns Zeit, bis das Geld ausgeht. Aber noch nicht die Farm verkaufen, Boss. Sam meint, du hast dir was überlegt. Ja, und es wird Ihnen gefallen. Wir machen Kohle und geben Morello nebenbei was auf die Fresse. Okay, dann lass mal hören. Vor ein paar Wochen sitze ich in einer Zigarrenlounge in Blue Tropics. Wo? Ist nur ein kleiner Puff. Nur ein paar kleine Kammern mit dreckigen Matratzen. Ist ein Herrenclub. Mit Bar und allem. Naja, ein Typ ist komplett dicht. Die haben der Alten mit seinen Problemen die Ohren voll. Ist mir nur wegen seinem bekloppten Akzent aufgefallen. Er labert und labert, dass er so richtig fett abkassiert hat. Aber die Typen, für die er arbeitet, setzen ihn unter Druck. Seine kaputte Nase spricht Bände. Hast du für ihn bezahlt? Niemals. Aber ich habe ihn rausgebracht und mich mit ihm in den Diner um die Ecke gesetzt. Haben uns unterhalten. Stellte sich raus, er heißt Gates. Ein Landei aus Kentucky. Schwarzbrenner? Besser. Sein Alter hat ein paar richtige Destillerien. Und dreimal darfst du raten, wer ihm seinen Fusel hier exklusiv abnimmt. Morello. Und du glaubst, er will sich rächen? Oh ja, ich bin seitdem an ihm dran. Er kommt heute Abend mit einer neuen Lieferung, aber er würde mit all seinen Leuten die Seiten wechseln. Alles, was wir tun müssen, es muss wie ein Überfall aussehen. Ich weiß nicht, Pauli. Traust du diesem Kerl? Er hasst Morello, glaub mir. Außerdem haben wir keine Wahl. Wir sitzen hier bald auf dem Trockenen, Boss. Was meinst du, Tom? Wir brauchen einen neuen Lieferanten. Wenn Pauli sagt, Gates kriegt das hin, warum nicht? Treffpunkt? Die Parkgarage in der Innenstadt. Okay, von mir aus. Aber diesmal hältst du dich zurück, hast du verstanden? Nimm Carlo und Little Bill mit. Klar doch, Boss. Hast du den Truck? Komm her damit. Wir enttäuschen Sie nicht, Boss. Ich will es nicht bereuen, dass du Zeit mit den Jungs auf der Straße verbringst, Carlo. Sorgen Sie sich nicht um mich. Tu ich nicht. Tommy macht das für mich. Ich passe auf ihn auf, Boss. Buona Fortuna, Jungs. Wir treffen Sam und Little Bill in der Stadt. Alles in Ordnung, Carlo? Machst du wohl in die Hosen? Ach, lass das. Große Sache, was? Endlich bist du mit dabei. Hör zu, ich habe mehr Zeit mit dem Don verbracht als ihr alle zusammen. Klar. Hast auf der Straße gewartet, bis er mit seiner Braut fertig war. Wenn ich nicht mit soll, kein Problem. Ist okay. Der Boss muss es nicht wissen. Nein, du kommst mit. Das hat der Boss gesagt. Du siehst viel zu hübsch aus. Ehrlich. Gates soll nicht denken, wir wären Nieten. Warum ist Gates sauer auf Morello? Als Gates das erste Mal mit seinen Trucks ankam, wollte Morello die Konditionen ändern. Er hat ihm was auf die Nase gegeben. Als Teil der Neuverhandlung. Seine Nase kriegt noch mehr ab, wenn Morello hört, dass wir dabei sind. Deshalb tun wir so, als würden wir ihn überfallen. Dann jammert er seinem Papst die Ohren voll, dass er ausgeraubt wurde. Er überzeugt den Alten, dass Morello die Ware nicht beschützen kann. Und als neuen Käufer hier draußen bringt er dann den Namen Salieri ins Spiel. Dieser Plan ist Mist, Tom. Pauli hat mir gestern davon erzählt und er ist noch schlimmer geworden. Wenn du einen Hinweis für den Boss hast und ihn nicht nur kutschierst, ja? Dann kannst du mitreden. So lange hältst du dein dreckiges Maul. Wenn du so besser schlafen kannst. Aber heul nicht, wenn Morello sich dich zur Brust nimmt. Echt jetzt? Meinst du das ernst? Leute, hört auf! Himmel! Ah.
Ich mache hier viele Deals. Der Parkwächter will nicht viel dafür. Macht immer zu, bis ich fertig bin. Los, gehen wir! Hier ist soweit alles sauber. Autobesitzer sind arbeitende Menschen. Tagsüber ist es hier wie ausgestorben. Wir arbeiten auch und sind hier. Und was für eine Arbeit! Müssen wir sonst noch was über Gates wissen, Polly? Nur, dass er eine kaputte Nase und Kisten voll gutem Zeugs hat. Das ist unser Mann. Das ist unser Mann. Halt da drüben. Polly! Schön, dich zu sehen, Mann. Ja, dich auch, Gates. Also... Ihr kennt euch hoffentlich mit Whisky aus. Ich bin hier nicht so der Fachmann. Tommy! Ja, ist gut. Die erste Zahlung. Wenn's dem Don schmeckt, zahlt er weitere. Ja, und sie werden immer größer. Wir werden alle noch reich, Jungs. Wir machen gern Geschäfte mit anständigen Leuten wie Don Salieri. Bitte, bestell ihm meine Grüße. Sicher. Jetzt müssen wir den Deal nur noch abschließen. Nein, nein! Schon okay. Was? Ich sagte doch, es muss wie ein richtiger Überfall aussehen. Meine Nase ist sicher krumm und schief, wenn ich hier fertig bin. Ach, keine Sorge. Mit der vielen Kohle, die du einstreichst, kaufst du dir einfach eine neue. Getroffen. Ist nicht so schlimm. Nehmt den Fusel und haut ab. Meine Jungs kommen schon. Los, los. Solange ihr sie vorne erledigt, bin ich hier hinten sicher mit dem Kleinen. Carlo, in den Wagen. Tot nützt du nichts. Tommy, sieh nach, ob das alle waren. Es ist noch nicht vorbei. Komm, ich gebe die Deckung. Ja, hier kommen noch mehr. Sie haben Verstärkung gekriegt. Thank you.
löschen! Wir brauchen Feuerlöscher oder sowas! An der Decke sehe ich Sprinkler! Wir müssen sie einschalten! Such einen Weg rein, Tom! Ich bleib beim Laster! Such einen Weg rein, Tom! Ich bleib beim Laster! Ja. Ja. Such einen Weg rein, Tom! Ich bleib beim Laster! Das war ganz schön heftig. Ich spüre immer noch die Flammen im Gesicht. Bleib zusammen und in Bewegung. Beschützt den Fusel. Natürlich ist es nicht vorbei. Hab ihn, hier drüben. Dir den Wagen und fahr mir nach. Sicher, Sam. Woher wusste Morello von meinem Deal? Lauter Schläger in dieser Stadt. Bringen wir den Fusel in die Lagerhalle und versuchen nicht draufzugehen. Ich wusste, dass noch mehr kommen.
Okay, bremsen wir sie aus. Lass sie, wo es weh tut. Wusste Morello von meinem Deal? Lauter Schläger in dieser Stadt. Bringen wir den Fusel in die Lagerhalle und versuchen nicht draufzugehen. Ich wusste, dass noch mehr kommen. Okay, bremsen wir sie aus. Trefft sie, wo es wehtut! Dem Himmel sei Dank. Auf nach Hause. Mal sehen, was wir haben. Wir haben den Fusel. Ist zwar nicht nach Plan verlaufen, aber den Fusel haben wir. Ja. Und heute Abend kippen wir uns was hinter die Binde. Das haben wir uns verdient. Haben Morellos Jungs euch erwischt? Ja, Boss. Haben sie erledigt. Was ist mit dem Jungen aus Kentucky? Hat eine Kugel abgekriegt. Aber der ist hart im Nähen. Er und seine Jungs sind abgehauen, als wir mit Morellos Leuten fertig waren. Es gibt Gates und seinem Papi einen Grund mehr, an Morello keinen Whisky zu verticken. Gut, mal sehen, ob der Fusel den Ärger wert war. Exzellent. Ich bespreche alles mit dem alten Gates. Und sobald das mit dem Kentucky-Stoff läuft, sind wir wieder im Geschäft. Gute Arbeit, Junge. Bin stolz. Bin auf alle stolz. Saludo. Saludo. Saludo.
Klingt, als wäre Salieri kurz vor dem Durchbruch gewesen. Ja, sah ganz so aus. Aber dann war die Prohibition rum. Und die Schwarzbrennerei war mit einem Schlag überflüssig. Das Gekämpfe um den Fusel war ein für alle Mal vorbei. Hat ein paar Jahre gedauert. Aber als wir uns dann erholt hatten, Junge, ging's uns gut. Das Geld aus dem Moonshine und aus dem kanadischen Whisky haben wir neue Deals gesteckt. Ein paar sogar legal. Baugewerbe, Restaurants, Transport, Glücksspiel, wir hatten überall die Hände drin. Außer beim Rauschgift. Und 35 waren wir wieder oben auf. Es kam regelmäßig gutes Geld rein. Ich hatte eine Frau und eine Tochter. Sam schmiss einen Laden für den Don. Und sogar Paulie hat ein paar eigene Dinge am Laufen. War nicht wirklich glücklich, aber wie sagt man? Zufrieden. Ja, genau. Und Salieri, der wollte dann endlich aus Morellos Schatten treten. Vielleicht eigene Cops schmieren und eigene Politiker. Interessant. Hat Salieri 1934 Politiker geschmiert? Möglich. Warum? Tja, vor ein paar Jahren hat die Sitte einen Richter wegen Missbrauchs eines Minderjährigen erwischt. Im Knast hat der Kerl eine Menge Zeug gestanden und wollte dafür natürlich eine Strafmilderung. Er hat zugegeben, von Morello und Salieri Schmiergeld genommen zu haben. Wollte sie gegeneinander ausspielen, aber als Morello davon Wind bekam, drohte er, seine Kinder am Strand zu verbuddeln, lebendig natürlich. Scheiße. Jetzt wird mir alles klar. Erzählen Sie. Morello hat uns immer ans Bein gepisst, aber er hat nie einen offenen Krieg riskiert. Als er erfuhr, dass Salieri an seinen Richter ran wollte, muss er ausgetickt sein, denn 35 ging's dann so richtig zur Sache. Auf sein Gesicht. Klebt es ihm voll aufs Gesicht. Hey, Tommy. Oh, hey, Boss, alles klar? Gut, dass du da bist. Dir, Boss. Ich will zu Pepe zum Mittagessen, aber Carlo ist krank. Fährst du mich? Klar, Boss. Bravo. Bin schon am Verhungern. Hast du eine Waffe? Ja. Brauche ich sie denn? Ach, du weißt doch, Morello hat lang nichts von sich hören lassen. Ich bin einfach nur vorsichtig. Wie läuft das Geschäft, Tom? Sie wissen, wie es läuft. Gut. Sicher, ich kenne das Geschäft. Ich sehe mir jeden Tag die Bücher an. Aber seit diesem Vorfall weiß ich, dass ein Capo mit seinen Soldaten reden muss, ohne dass jemand dazwischen funkt. Wir haben jetzt mit besseren Leuten zu tun. Und mir gefällt das mit den großen Tieren, die auf der Schmierliste stehen. Alles ist besser als die Gauner, die ihren Fusel vor Aufhebung der Prohibition verhökern wollen. Ah, das ist nur der Anfang, Tom. Ich habe Pläne. Viele gute Leute, die mitmischen wollen. Gut zu hören. Von Pauli und seinen verrückten Ideen mal weg zu sein. Die Unterhaltung ist besser, Boss. Stimmt. Natürlich. Aber ich, Sam und Pauli, wir sind ganz eng. Wir haben schon viel zusammen durchgemacht. Ah, kann ich mir vorstellen.
freue mich schon die ganze Woche. Du musst unbedingt die Cassata probieren, Tommy. Ah. Oh, mehr Wein. Hey, mehr Wein. Beeilung. Still. Sie werden den Wein lieben, ist dann. Don Salieri. Willkommen, mein Freund. Willkommen. Schön, dich zu sehen, Pepe. Hey, los. Unser Gast ist da. Was gibt's denn heute Feines? Meine Mutter, sie wäre geehrt, wenn Sie Ihre Caponada probieren. Ausgezeichnet, bravo, bravo. Molto bene. Oh, hier ist Ihr Platz, ja? Setzen Sie sich bitte. Und zum Essen einen Chianti. Extra für Sie reserviert. Ja, bene, bene, bene. Okay. Zum Wohl, ne? Ich freue mich, dass du trocken bist. Sarah hatte gedroht, mich zu verlassen. Ich weiß. Sie hat's erzählt? Nein. Ich habe es ihr geraten. Trinker werden nachlässig. Du sollst nichts machen, was wir nicht verzeihen können. Ah, für Sie? Ah, Pepe, das Essen ist köstlich wie immer. Oh, molto grazie, Don Salieri. Ein Lob von einem Gourmet wie Ihnen ist eine große Wenn Freude. Wenn du wüsstest, was ich gestern gegessen habe. Roger! Schade um den Wein. Hey, Salieri! Komm raus, dann machen wir es schnell! Räucher sie aus, Joe. Scheiße, Deckung! Wir gehen lieber hinten raus. Können Sie laufen? Nicht schnell genug. Wir werden diesen Schweinen auflauern. Ich lenk sie ab, du schleichst dich raus und überrascht sie von vorn. Wirklich, Boss? Mach sie fertig, Tommy. Von denen geht keiner mehr heim. Okay, Boss. Passen Sie auf. Tom, mach einfach schnell, ja?
Darauf habe ich lange gewartet! Hast mir echt den Arsch gerettet, Tom. Wir müssen weg, Boss. Die Cops sind gleich da. Wir brauchen einen Moment, um etwas Luft zu holen. Ich fahre Sie zurück zur Bar. Nein, nicht zur Bar. Wir gehen zu Carlo. Der Hurensohn wusste, wo ich hin wollte. Und hat auf krank gemacht. Er hat Sie verraten. Ja. Uns, Tom. Du hättest auch drauf gehen können. Ja, ich weiß, Boss. Carlo wohnt mit seiner Kleinen in Holbrook. Bin gespannt, was ihm zu der Sache einfällt. Gib Gas, Tom. Jede Minute, die Carlo länger am Leben ist, macht mich wütender. Klar, Boss. Unfassbar, diese Bastarde wagen es, mein Auto zu schrotten. Das muss Carlo gewesen sein, oder? Sein Alter und Morello waren enge Freunde, als wir anfingen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ob bei seiner Beerdigung er heult, bei seinem Sohn werde ich lachen. Seine Mutter ist Witwe, Tom, und jetzt sorgt er dafür, dass sie ganz alleine ist. Wozu? Für Kohle, um Stoff zu kaufen und für meinen Fußabdruck im Gesicht. Weißt du was? Ich bin froh. Froh, dass es passiert ist. Ein Maulwurf weniger. Und endlich kommen wir an Morello ran. Heute ist es soweit. Fühlt sich so an. Man nimmt einen Kerl auf, gibt ihm einen Platz in der Familie und zollt ihm Respekt. Und dann zahlt er es einem so heim? Wenn er es war, wo hat er uns noch verpfiffen? Die Farm, das Wettbüro, der Hinterhalt in der Parkgarage, das könnte alles er gewesen sein. Wieso bist du eigentlich ein Idiot? Zeit dafür, Tommy! Carlo erwartet uns vielleicht schon. Nein, Tom. Mein Gesicht ist das erste und letzte, was das Schwein zu sehen kriegt. Verdammt. Was? Verdammter, mieser Penner. Verschwinde, lieber Kleiner. Ich mach dich fertig, Carlo. Alles okay, Boss? Ja, hol kurz Luft. Etwas außer Atem. Yeah. Junge, verdammt ist der schnell! Knapp in dir! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Komm zurück, Carlo! Sie bringen mich um! Wir sind nicht fertig mit dir! Bitte! Erklären. Denk drüber nach, Tom! Bitte! Lass mich mit dem Boss reden! Ich kann's erklären! Tommy, hör mir zu! Morello, er wollte meine Mutter töten! Ich musste es tun! Ich wurde gezwungen, Tommy! Bitte! Lebt er noch? Bin nicht sicher. Hey,
Meister, Archer, wie geht's? Alles klar? Sicher. Wer ist das? Warte. Ist das Gordy? Ja, hey Gordy, was läuft, Mann? Hab dich kaum erkannt. Was hat er gemacht? Du sagtest, es gibt Probleme unten bei den Dogs, hm? Ja, aber das kriege ich schon hin. Tja, hab mich umgehört. Der Kerl hat einen Streik geplant. Streiks sind schlecht fürs Geschäft. Es sei denn, wir haben Interesse daran. Richtig. Ich will, dass die Gewerkschaft eine neue Führung kriegt. Meinst du nicht auch? Klar. Gut. Gut. Was ist mit der anderen Sache? Darum bin ich hier. Salieri lebt noch. Oh, Gott verdammt! Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Unsere Männer sind tot. Das Restaurant ist hinüber. Hör auf zu jammern! Wir besprechen hier was. Was ist mit Carlo? Haben ihn gefunden. Der Kopf war matsch wie eine überreife Wassermelone. Hab sowas noch nie gesehen. Salieri hat rausgekriegt, dass Carlo unser Mann war. Verdammt, ich kann so nicht denken! Es wird Krieg geben. Ich hab gesagt, du sollst das Maul halten! Wir sind im Krieg, seit wir Pepone töteten. Aber jetzt wird es hässlich. Was soll ich machen? Dreh deine Runden. Seid wachsam und haltet die Knarren bereit. Okay. Ich werd's durchgeben. Hey! Pass auf dich auf, Bruder. Du auch, Don Morello.